Herzlich willkommen zu unserem kleinen Programmierkurs und wir programmieren das Game of Life. Mein Name ist Frederik Weitz und das ist die 8. Folge von diesem Kurs. Wenn ihr jetzt erst zuschaltet, dann bitte einmal oben auf die Playlist drücken, damit ihr das von Anfang an mitverfolgen könnt. So, wir werden jetzt die Größe des Feldes noch anpassen. So, da hatten wir uns ja schon unseren Schieberegler einprogrammiert und den müssen wir jetzt noch abfragen. So, der Schieberegler, den hatten wir nochmal zur Erinnerung, den hatten wir Anzahl genannt. So, und wir gehen wieder in unsere Hauptfunktion pils_spiel hinein und sagen, dass wir x max gleich Anzahl.get. Damit holen wir uns den Wert von dem Schieberegler. So, und jetzt müsst ihr hier ein bisschen aufpassen, denn wir benutzen die Variable, die wir ganz oben definiert haben, die benutzen wir jetzt hier in einer Funktion drin. Das heißt, wir müssen die auf global setzen. So. So, also global x max, dann müssen wir auch gleich noch als global setzen y max. So. Und dann wollen wir auch noch den Durchmesser anders berechnen, das heißt d max müssen wir uns auch noch auf global setzen. So, und das war es dann auch schon. So. Anzahl get. So, jetzt vorsichtig, wir müssen, bevor wir das Feld initialisieren, müssen wir das berechnen. Also gehen wir hier oben rein und sagen hier. So. Okay. Y max setzen wir gleich x max. So, das bleibt gleich. Dann berechnen wir D-Max. So, den Durchmesser. Und wir gehen mal davon aus, dass wir 100 Pilze haben, die nebeneinander liegen, also ein Feld von 100 mal 100. So, und den Durchmesser von 5. Das heißt, wir haben eine Feldgröße von 500 mal 500 Bildschirmpixeln. Und die teile ich jetzt durch xmax und ich nehme hier einen Wert, geteilt zum Grunde, damit ich eine Ganzzahl herausbekomme. So, dann möchte ich die Pilze nicht zu groß werden lassen, if dmax größer als 30. Also wenn der Durchmesser größer als 30 ist, dann soll dmax gleich 30 sein. Und ja. So, jetzt könnte ich nochmal xmax und ymax berechnen nach der Feldanzahl. Oder das nochmal anders berechnen, aber das möchte ich jetzt hier anders machen. So, jetzt muss ich die Größe meiner Leinwand, die muss ich hier noch verändern, damit das schön die Leinwand ausfüllt. Das mache ich mit Feld unterstrich mit unterstrich Pilzen Punkt Config. So, und jetzt setze ich die Breite auf xmax mal dmax und die Höhe auf ymax mal dmax. So. Und damit seht ihr, habe ich dann tatsächlich, also verändere ich jetzt nach der Anzahl der Pilze und der Anzahl von den nach dem Durchmesser verändere ich die Größe meiner Leinwand. So, das wird dann auch bei bestimmten Größen wird das einfach auch zu sehen sein. Aber
normalerweise ist das eigentlich relativ sauber. So, damit haben wir die Größe angepasst. Jetzt muss ich noch irgendwas machen? Na, ich gucke noch mal ganz schnell, nicht, dass mir hier irgendein Fehler passiert. Ne, die Größe liest er automatisch aus. Das heißt, ich muss dem keinen Befehl mit dazu geben. So, dann hoffen wir, dass das Ganze jetzt so funktioniert. So, ich setze das auf 10 und gebe mal als Zahlenwert ein 10, das heißt eine Feldgröße von 10. Und ihr seht, upsala, ganz schön schnell. Dann wollen wir das mal größer machen. Das ist nämlich der Nachteil. Wenn es ein kleines Feld ist, dann braucht er auch nicht so viel, so viele Berechnungen. Dann ist er ganz schön schnell. So, und jetzt seht ihr, okay, das ist eine ordentliche Geschwindigkeit. Da wird immer langsamer. Ja, und jetzt machen wir das Ganze mal mit 50. Und ihr seht, hupsala, irgendwas passiert dort. Irgendwas ist dort nicht ganz so toll. Ich kann euch auch gleich erzählen, warum. Ich habe so ein bisschen rumgeforscht, weil wir das Feld immer wieder neu zeichnen. So, immer wieder übertragen. Also das Pilz lebt in das Pilzfeld. Und da eine Deep Copy machen, wird der sehr, sehr langsam, weil der im Hintergrund diesen ganzen Datenmüll, der dort entsteht, nicht aufräumt. Also das Pilzfeld, das wird neu gesetzt, aber irgendwo existieren noch die Daten von diesem Pilzfeld, da zeigt bloß kein Zeiger mehr drauf. Das ist so was Computertechnisches. So. Und das bleibt dann im Hintergrund bestehen und jetzt müsst ihr euch überlegen, dass der 50 mal eben dieses ganze Datenfeld irgendwo dann irgendwann liegen hat und dadurch wird der so wahnsinnig langsam deswegen. Also das diese Tiefenkopie ist nicht unbedingt das Sinnvollste, was man hier machen kann. So, das werden wir jetzt noch gleich umändern. Das heißt, ich werde hier das Pilzfeld setzen. Das werde ich mir jetzt in eine Variable einbauen und werde das einfach überschreiben lassen. Also, das ist nicht unbedingt das Sinnvollste, was ich hier euch gezeigt habe. So. Ein Pilzfeld I und J. Und das soll jetzt mit Pilz lebt und I und J überschrieben werden. So. Und nichts anderes soll getan werden. Also der durchläuft das einmal und überträgt einfach das, was er berechnet hat. So, mal gucken, ob er jetzt ein bisschen schneller ist. So, und wir machen mal 50 und wieder hier unsere 30. Und er wird trotzdem langsamer. Das ist nun verwunderlich. Jetzt kommt noch ein nächster Trick dazu. So, das ist, ich zeige euch das auch nochmal. Er wird super langsam. So. Gibt mir einen Fehler aus, aber das ist der gleiche Fehler, wo ich schon gesagt habe, da bin ich nicht dahinter gestiegen, was der macht. So, wir müssen jetzt nochmal hier in unser Zeichen, in unsere Zeichenfunktion rein. Und zwar zeichnen. Pilzfeld zeichnen. Da müssen wir jetzt noch rein. So, ich hatte euch hier oben oder hatte euch schon ganz am Anfang gesagt, wir geben unseren Feldern oder unseren Ovalen geben wir einen Tag und den nennen wir Pilz. So, und ich habe euch nicht erklärt, warum wir das machen. So, das Problem ist, wenn ich dem Zeichenprogramm sage, du schreibst mir oder bringst mir einen Oval, also einen Kreis in diesem Fall natürlich einen Kreis auf den Bildschirm, dann macht er jedes Mal, erschafft er sich ein neues Objekt. So, das heißt, das Erste, was unser Programm so langsam macht, ist, dass der hier jedes Mal, wenn er etwas zeichnet, ein neues Objekt erschafft.
Und dann löscht er das Objekt nicht, aber beim nächsten Mal benutzt er dieses Objekt nicht, sondern er zeichnet einfach ein neues darüber. So, und das ergibt dann bei 50 Durchläufen mal 30 Feldern. Na, das könnt ihr euch jetzt mal selber ausrechnen. Das sind 3000 mal 5, also 15.000 Objekte erschafft er hier, wenn ich ein 30 mal 30 Feld durchlaufe. So. Aber es gibt eine Möglichkeit, diese Objekte zu löschen. Und die werden wir jetzt nutzen. Und dazu gibt es diesen Tag. So. Und ich sage einfach Feld mit Pilzen. Punkt. Und dann der Befehl Delete. So. Und jetzt lasse ich jedes Tag, was den Namen Pilz hat, lasse ich löschen. So, das heißt im Prinzip alle, ne? Weil wir haben jedem gezeichneten Objekt wird das zugewiesen und wir löschen jetzt alle diese Objekte. Das heißt, die belasten nicht mehr den Speicher. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an und gucken, wie die Geschwindigkeit aussieht. So, und wir machen einen Durchlauf von 50 mal 50 und 30, so. Und das ist doch eine ganz andere Geschwindigkeit, ne? So, jetzt gucken wir mal, was der macht, wenn wir hier 100 eingeben. Na, der ist schon ganz schön langsam, aber ihr seht zumindest, es ist schneller als wenn ihr euch zurückerinnert, wie das in dem vorletzten Video war. Na, da hat er ja geschnarcht ohne Ende. Jetzt ist er schon wesentlich schneller. Und das ist klar, dass der so langsam ist, weil bei einem Feld von 100 mal 100 zeichnet der bei 50 Durchläufen, zeichnet der dann eben tatsächlich oder braucht der 500.000 Objekte. Und das ist natürlich eine riesige Speicherbelastung. Ne? So. Also, und jetzt ist er schneller. Wunderbar. Wobei, es ist immer noch wahnsinnig langsam. Aber er ist schon fertig. Gut, okay, wunderbar. Dann können wir das Ganze jetzt schließen. So. Und ihr seht, das ist schon manchmal sehr tricky. Und da habe ich auch lange dran rumgesucht, weil das hatte ich gar nicht im Blick gehabt, ne? Dass wir hier eben tatsächlich mit einer ganz kleinen Funktion uns das Ganze wesentlich schneller machen können. So, wo wir bei Schnelligkeit sind, im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie ihr die Geschwindigkeit von einzelnen Programmteilen messen könnt und dann mal gucken könnt, wo ist denn überhaupt mein Zeitfresser drin. Und das war mir ganz wichtig bei diesem Programm, weil ich am Anfang eben tatsächlich Programme hatte, die dann irgendwie eine Minute rechnen mussten. Ich war ja am Anfang, habe ich gedacht, so gibt es ein Feld von 100 mal 100 ein und lässt das 1000 mal durchlaufen. Naja, gut, und bei 100 mal 100 und das 1000 mal durchlaufen lassen, da hat er mir dann eben 10.000 mal 1000 Objekte, das heißt 10 Millionen Objekte erzeugt oder versucht zu erzeugen. Und dann habe ich das Ganze dann abgebrochen, weil ich gesagt habe, okay, irgendwas ist hier ganz falsch. So. Also, vergesst das nicht, jetzt hier nochmal ins Pilzfeld zeichnen, hier unsere kleine Funktion einzutragen. Dadurch wird das Programm schneller. Gut, falls ihr euch zu Canvas informieren wollt, dazu habe ich in meinem Kurs GUI mit Python habe ich eine ganze Menge zu sagen. So, und da könnt ihr nochmal genau nachschauen, was ihr mit der Canvas alles machen könnt. So. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Ihr seid ein bisschen schlauer geworden. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und unser Programm ist fertig, aber ich zeige euch jetzt noch, wie man Zeitfresser sich herausarbeitet. Das ist manchmal auch ganz wichtig. Bis zum nächsten Mal.